Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende Liebesorakel bis 21. Mai. Freitag, Samstag und Sonntag. Diese drei Karten zeigen die Energie oder das, was Freitag passiert. Er befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Angriffe von außen, Beschuldigungen, Streitigkeiten, sogar im Hintergrund stehen auch anderen und beobachten die Geschehen. Und genau so fühlt er sich auch, dass jemand beobachtet ihn oder beschuldigt ihn. Also das ist keine einfache Situation. Er hat hier Schwierigkeiten. Er läuft aber nichts davon, sondern er handelt. Sogar in seiner Hand ist etwas Schriftliches. Vielleicht kommt hier Kontakten oder handelt sich um Verträge. Er nimmt dieses Schwert in Hand und trennt diese Lage oder diese Kontakten. Hier sehen wir die Münzen und das kann um Finanzen handeln oder passiert das in seinem beruflichen Umfeld. Hier sehen wir auch, wie schwierig das ist, dass er muss etwas mitschleppen. Es braucht Zeit, bis das alles geklärt ist. Samstag. Diese Karten zeigen die Energie oder das, was Samstag passiert. Hier die Zahl 4 bedeutet die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Das ist dein Bedürfnis, das ist sein Bedürfnis. Du fühlst dich aber hier in die Enge. Entweder weil du Angst hast oder befindest du dich in einer Lage, was dich beengt. Es kommt aber Hilfe von außen. Du hast die Möglichkeiten, von dieser Enge dich zu befreien. Weil diese Karte symbolisiert schon die Befreiung. Dann kommt auch Leichtigkeit, Fröhlichkeit. Mond hat einen Einfluss auf dich gerade. Und Mond bedeutet Rückzug. Aber beschreibt auch deinen Gefühlen. Oder seinen Gefühlen, die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume. Glaube daran, aber sei zurückhaltend. Er kommt entgegen, lenkt die Geschehen, kommen Veränderungen, kommt eine andere Richtung. Und diese Karte kann noch etwas bedeuten, Auslandskontakten oder Reisen. Sonntag. Diese Karten zeigen die Energie oder die Ereignisse, was Sonntag passiert. Wenn du eine Dame bist, dann bist du hier diese Königin und du herrschst über das Wasserelement. Und das bedeutet deinen Gefühlen. Und er sieht dich genauso, kommt auch entgegen und überreicht auch diesem goldenen Pokal. Und das bedeutet seinen Gefühlen und du bekommst hier einen Brief. Es kommt eine Nachricht. Er lenkt die Geschehen, kommt eine neue Richtung, so ähnlich wie hier. Und diese Karte kann auch eine Reise bedeuten. Also bewahre deine königliche Haltung. Er öffnet sich, zeigt seinen Gefühlen, kommt Nachricht. Und kommt alles in Bewegung. Und das war dieser Wochenende Liebesorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.